So, herzlich willkommen zum zweiten Teil hier. Mein Name ist Markus Ehrlich, ich bin der Moderator für den zweiten Teil. Und Gottfried Zimmermann wird hier weiter fortsetzen und über das zweite Zertifikat sprechen und dieses vorstellen. Das zweite Zertifikat für Webbarrierefreiheitsspezialisten, das wir auch übersetzt haben auf Deutsch, das auch schon auf Deutsch vorliegt. Und Gottfried, du hast auch wieder einen Überraschungsgast dabei. Ja, genau, den Yoshi Kufal, der noch nicht mit Bild zu sehen ist, aber der hat es nämlich auch geschafft, und zwar auch beide Prüfungen, nämlich CPAC und WASH. Web Accessibility Specialist oder Fachkompetenz für Webbarrierefreiheit. Ich hoffe doch sehr, dass ich zu sehen bin. Wahrscheinlich muss ich nur einfach manchmal zu Wort melden. Super, Yoshi, genau. Ja. Danke. Schön, dass ich hier sein darf. Danke. Mhm. Stell mal kurz den Yoshi vor, wenn das recht ist an der Stelle, oder? Auf jeden Fall, gerne, genau. Danke. Ja, du bist auch einer von denen, die schon fast Barrierefreiheit mit der Muttermilch eingesogen haben, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Ich kenne dich jetzt nicht so gut, aber so, was ich jetzt über dich gelesen habe, schon als 10-Jähriger mit Programmierung gearbeitet und dann Websites dann auch gemacht und hast eine eigene Agentur, nennt sich Tollwerk. Warum eigentlich der Name Tollwerk? Oh, ich habe jetzt letztes Wochenende erst so ein bisschen, aber ich habe darüber geschrieben. Es ist, glaube ich, in einer sehr feuchten Laune entstanden, in einer wilden studentischen Runde Ende der 90er Jahre. Und ich glaube, das weiß keiner mehr so genau, aber alle Assoziationen, die ihr gerade so habt, die waren beabsichtigt. Okay, du hast eine gestalterische Ausbildung gemacht und bist jetzt eher so ein bisschen auf der technischen Seite, aber auch aktiv mehr als Webentwickler. Seit 10 Jahren Schwerpunkt Barrierefreiheit und seit 5 Jahren hast du die Agentur, oder eigentlich schon früher ein bisschen, gell, wenn ich das gerade echt gehört habe. Du machst ganz viele Eventreihen und Konferenzen, bist gut vernetzt, und dann gibt es da sowas wie A11Y-Club. Kannst du mal erklären, was das bedeutet? Also A11Y, die meisten hier in dem Kanal werden es vielleicht schon mal gelesen haben wenigstens, ist ein Numeronym und steht für Accessibility, also das englische Wort für Barrierefreiheit. Und der Accessibility Club ist ein Veranstaltungsformat, also das Ganze ist entstanden als eine sehr kleine Form von Meetup im Jahr 2014 hier bei mir in Nürnberg, wo ich sitze. Ich vermute, man hört es auch an meinem einschlägigen Dialekt. Jedenfalls, wir haben hier mal eine ganz, ganz kleine Runde gehabt. Da gibt es ein bisschen eine Story dazu, aber im Wesentlichen war die Idee für dieses Meetup, dass ich einen befreundeten blinden Spezialisten mit seinem Screenreader zusammen mit ein paar befreundeten Webentwicklern in das Coworking hier in Nürnberg eingesperrt habe und gesagt habe, jetzt gucken wir mal, was passiert. Also die Idee war, dass der seinen Screen wieder zeigt, einfach um den Entwicklern und Designern mal zu zeigen, wofür sie eigentlich den ganzen Tag Web machen. Und aus 2 geplanten Stunden sind 4,5 geworden, dann haben sie uns rausgeworfen aus dem Coworking, und es war klar, wir müssen uns öfter treffen und das soll sich etablieren. Und aus diesem ganz kleinen Meetup ist dann im Laufe der Zeit eine immer größere Veranstaltung geworden, die ich dann erst noch ein paar Mal hier in Nürnberg gemacht habe, dann mal in Berlin, dann mal in Düsseldorf, dann mal in München. Und inzwischen ist es so, ich glaube, ich kann mit Fug und Recht sagen, dass es die größte Community-getriebene Barrierefreiheitsveranstaltung in Europa ist. Das heißt, wir haben jetzt die letzten Male jeweils so 200 Teilnehmer aus 13, 14 Ländern gehabt und doch einiges an Leuten da zusammengebracht. Wobei ich aus irgendwelchen Gründen tatsächlich immer eher etwas internationaler orientiert war. Das heißt, ich kenne zwar auch den einen oder anderen oder die eine oder andere Entwicklerin, Designerin hier in Deutschland, aber ich bin auch ganz gut vernetzt so Richtung Großbritannien, USA, und von daher waren da auch immer relativ viele Personen aus dieser Gegend da oder Skandinavien. Und insofern, ja, ich bin, glaube ich, ganz gut vernetzt so in die Szene rein und
der eine oder andere kennt mich aus dieser Richtung, oder ich habe auch noch andere Konferenz- und Eventreihen gestartet. Aber du hast völlig recht, in erster Linie habe ich die letzten 20 Jahre so ziemlich alles gemacht. Mit einer gestalterischen Ausbildung, aber schon immer die Tastatur an den Fingern gehabt, seit ich ein kleiner Junge war. Und das hat sich nie trennen lassen und über die Jahre sehr viel Verschiedenes gemacht. Und ich weiß gar nicht, wieso ich zu dem Thema Barrierefreiheit gekommen bin, aber so vor 3, 4, 5 Jahren irgendwann haben wir gesagt, wir stellen uns komplett darauf um als Agentur und nehmen das so richtig ins Visier und lassen die anderen alles andere machen. Super, super, dass du dabei bist, Yoshi. Ich weiß jetzt nicht, Markus, möchtest du, dass ich anfange jetzt, oder? Okay, ich nehme das als ein Ja. Du hast dein Mikro nicht angehabt, aber ja. Macht nichts. Ja. Du bist, die Bühne gehört dir, genau. Jawohl. Jetzt muss ich, ja, jetzt müsste es kommen, genau. Ich habe mir jetzt gedacht, ich stelle mir nochmal ganz kurz vor, viele haben mich ja vorher gehört. Ich bin an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Wir haben hier ein Kompetenzzentrum für digitale Barrierefreiheit, das ich leite. Wo wir auch Weiterbildungskurse anbieten und auch für unsere Studierenden natürlich das ganze Thema vermitteln. Und es freut mich, dass IAAP DACH jetzt so einen richtigen Sprung nach vorne macht und gegründet ist und dass wir loslegen können mit der Arbeit. Und jetzt möchte ich euch in diesem Vortrag den Web Accessibility Specialist Syllabus vorstellen. Es ist also eine Kompetenz für Web-Barrierefreiheit, die dort praktisch geprüft wird. Und wenn man den Titel hat, darf man sich WAS nennen, WAS. Und wenn man beide Titel hat, CPAC und WAS, dann darf man sich CPWA, CPWA nennen. Und sowohl Bea als auch Yoshi, die jetzt bei uns sind, haben beide gemacht. Bea sogar alle beide aufeinander folgen, dann von einem auf den anderen Tag. Ist nicht zu empfehlen, aber manche kriegen es hin und dann möchte man niemand abhalten davon. Das ist schon okay. Ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen. Ich habe vorher überzogen und ich habe gesehen, es gibt noch einige interessante Fragen im Chat, die man, die jetzt nicht speziell zum CPAC sind, sondern generell zu diesen Zertifizierungssachen. Und deswegen würde ich da jetzt vielleicht kurz mal einhaken, bevor ich losgehe und ein paar Fragen daraus. Jetzt muss ich mir nur das Chatfenster hier nochmal extra aufmachen. Das ist ein bisschen komplizierter, wenn man Screensharing macht. Es gibt zum Beispiel die Frage, wie lange ist das Zertifikat gültig? Das gilt jetzt für alle Zertifikate bei IAAP. Das sind 3 Jahre und danach muss man es erneuern. Und habe ich vorher schon was dazu gesagt. Man muss dann irgendwo Konferenzen besuchen oder selber Vorträge halten und kann das dann sich anrechnen lassen als Punkte und dann muss man bestimmte Punktezahl erreichen, um die Erneuerung dann auch gültig zu machen. Dann gibt es eine Zeitverlängerung bei der Prüfung für Menschen mit Behinderung? Ja, das kann man beantragen, genauso wie für Menschen, deren Muttersprache nicht Englisch ist. Das ist möglich und man muss natürlich auch dann eventuell, wenn man eine spezielle Konfiguration hat mit Screenreader und so, das darf man dann auch auf dem eigenen Rechner schreiben. Da gibt es schon die Möglichkeit dafür. Und die Übersetzung dieser Syllabi, also das ist so, dieses Syllabi heißen eigentlich Body of Knowledge im Englischen. Ach, da haben wir noch den Yoshi auf der Folie. Die heißen Body of Knowledge, diese Syllabi, und die haben wir jetzt übersetzt nach bestem Wissen und Gewissen. Es gibt sicher auch immer mal wieder Fehler noch drin, also wir sind schon relativ schnell drüber gegangen. Der WAS-Syllabus ist nicht so groß wie CPAC, der hat nur, glaube ich, ungefähr 35 Seiten, wenn ich es recht weiß, aber ist trotzdem auch eine Menge. Gerne könnt ihr uns natürlich auch Übersetzungsfehler melden. Es wird aber dann bald wieder ein Update geben, jedes Frühjahr, so ungefähr Mai oder so, gibt es dann Regeln, Update, dann müssen wir wieder neu übersetzen. Das wird uns immer wieder schon auch beschäftigt halten. Und jetzt ist die Frage, muss die Übersetzung von zertifizierten Übersetzern vorgenommen werden? Nein, wir haben das selber übersetzt, wir waren nicht zertifiziert. Und im Zweifelsfall gilt natürlich das englische Original, das ist schon klar. Es soll eine Hilfe sein für alle und ich denke auch, man kann damit lernen.
Beim WASP-Syllabus ist es so, der ist wirklich ein Syllabus. Da werden eigentlich nur die Themen angerissen und wo man dann sich den Inhalt aneignet, das muss man selber schauen, wo man das herbekommt. Das ist eigentlich typisch für einen Syllabus. Der ist kein Lernbuch, sondern der ist nur ein Buch, das die Themen umschreibt, die man lernen muss. So ein Hauptcurriculum. Vielleicht noch eine kurze Frage. Wir kamen jetzt mehrere Fragen der vorigen Session, aber jetzt auch hier schon zu den Anpassungen, zu der Lokalisierung. Und es kam die Frage beispielsweise, ob wir jetzt Universal Design versus Design für alle, ob wir diesen Unterschied aufgreifen oder noch weitere Lokalisierungen. Ich weiß, ihr habt da einiges in der Hinterhand, aber im ersten Schritt habt ihr einfach mal zum größten Teil nur übersetzt und Lokalisierungen sind aber, noch weitere sind in Planung. Vielleicht kannst du kurz was dazu sagen. Aber wir müssen natürlich schon aufpassen mit Lokalisierungen, das muss eigentlich der Sonderfall bleiben. Wenn wir anfangen, eigene Versionen zu machen, die jetzt praktisch sich widersprechen mit dem, was in dem englischen Syllabus steht. Und das können wir nicht machen, denn wir machen es in der Folgeversion und dann läuft das alles auseinander. Wir sind da auch verpflichtet, das zusammenzuhalten vom IAAP Global her, weil den Titel, der gilt ja international. Und wenn ich hier CPAC erwerbe, dann gilt er auch in den USA, zumindest ist so die Idee. Das heißt, wir werden an den Themen, die es dort gibt, im englischen Syllabus vielleicht mitarbeiten dort, das kann man in der Gruppe, um den zu updaten, voranzutreiben. Wir werden aber nicht divergieren und unsere eigene Variante machen. Das Einzige, was wir hier verändern, ist dann, dass wir einen Zusatz machen, aber der muss auch begrenzt bleiben, weil wir müssen auch noch klären, wie wir das mit den Prüfungsfragen dann machen für den Zusatz. Dann, das ist auch noch nicht geklärt, ob es dann 110 Fragen gibt beim CPAC. Weiß ich nicht. Übrigens, der WAS, der hat keinen Zusatz vorgesehen. Den haben wir so, wie er ist, übernommen. Und der ist auch wirklich das Original Englisch. Da haben wir keinen Bedarf gesehen, deutschsprachige Zusätze zu machen für die Situation in Deutschland, Schweiz und Österreich. Gut, danke. Ja, danke für die Fragen. Ich versuche dann auch immer welche reinzunehmen hier. Ich denke, wir sind da jetzt ein bisschen schneller, dass wir dann ich habe vieles schon vorher gesagt und brauche es nicht mehr so lange wiederholen. Und dann haben wir auch mehr Zeit für Fragen, gerne zwischendurch. Also so ein Syllabus definiert Lernziele, gibt eine Struktur vor der Themen, die man lernen sollte und auch Ressourcen. Da habe ich nachher auch noch eine Folie dazu. Und das soll einfach helfen, sich auf die Prüfung für das Zertifikat vorzubereiten. Was steht in diesem WAS jetzt drin? Ich habe vorher gesagt, es ist eher so technisch. Es geht also wirklich um barrierefreie Webinhalte. Und die Teile sind relativ klar gegliedert. Also zum einen Inhalte erstellen. Was muss ich tun, damit es barrierefrei ist? Und es geht dann auch schon wirklich rein in die Tiefen. Über natürlich auch WayArea, natürlich WCAG, die Erfolgskriterien. Und dann auch WayArea und auch ATAG, also die Authoring Tools, Accessibility Guidelines sind da auch mit drin, die man da beherrschen muss. Man darf auch keine anderen Dinge bei sich haben, Spickzettel oder sonst was. Das muss man schon, also zumindest auf der Ebene der Prinzipien und Guidelines bei WCAG sollte man sich da auch einigermaßen auskennen, auswendig. Der zweite Teil, das sind dann Barrierefreiheitsprobleme identifizieren. Da geht es also um das Prüfen von Webseiten und Fehler entdecken. Und der dritte Teil ist dann auch wieder hier Normengesetze. Der dritte Teil ist beheben. Ich habe da einen Fehler gemacht. Das werde ich dann nochmal verbessern in den Folien. Wir sehen es hier jetzt in meinen, müsste eigentlich jetzt genau in meinem Bildschirm gezeigt sein. Genau. Also sehen wir hier nochmal in dem PDF, in dem Deutschen, barrierefreie Webinhalte erstellen, ist Teil 1. Und das splittet sich dann auf in verschiedene Unterkapitel. Also Spezifikationen, die hier wichtig sind, da gehört WCAG dazu und ATAG, WayArea und dann auch Technologien wie JavaScript, Ajax,
und interaktive Inhalte, wenn ich mir selber was Widgets zusammenbaue und wie das eben in den Qualitätssicherungsprozess integriert wird. Da geht es dann ja so auch um Managementstrategien hier, aber bezogen aufs Web und Methoden oder Techniken, können wir auch sagen, oder Barrierefreiheit, die unterstützt werden durch die entsprechenden assistiven Technologien wie Screenreader zum Beispiel. Und wie man dann eben selber solche Widgets baut, die dann im Web auch barrierefrei sind und mit Screenreadern zusammenarbeiten. Übrigens auch das Thema Screenreader ist ganz wichtig. Man muss hier bei WAS in der Lage sein, einen Screenreader zu bedienen, zum Teil auch die Tastaturkürzel zu kennen, wie man einen Screenreader bedient. Beispiel, dass man mit H diese Headings abklopfen kann, solche Dinge. Ja, dann bei Teil 2 ist eben dieses Prüfen und Teil 3 dann, und das ist eine Korrektur zur Folie, die Barrierefreiheitsprobleme beheben. Also was muss ich tun, damit es dann richtig läuft? Also es reicht ja nicht, wenn ich dem Kunden sage, hey, du hast hier einen Fehler, sondern ich muss ihm auch sagen können, wie er das beheben kann. Yoshi hat all das bestanden. Und Yoshi, was waren für dich so die Herausforderungen oder gab es überhaupt eine von diesen Inhalten hier? Nein, nein, alles mit Links gemacht. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Zum einen, ich finde, dieser Fehler, den du jetzt hier angeblich gemacht hast, der ist durchaus, das ist durchaus in Ordnung, weil ich will ergänzen, dass es durchaus auch in der WAS-Prüfung eine kleine Überschneidung mit dem CPAC gibt, nämlich gerade was diesen Grundlagenbereich angeht. Der wird im CPAC natürlich noch sehr viel ausführlicher behandelt, aber es ist ein kleiner Anteil auch in der WAS-Prüfung enthalten. Und als, ich sage jetzt mal, ich sehe mich eigentlich als Praktiker und ich habe die letzten vielen Jahre wenig darüber nachgedacht, über die theoretischen Unterbauten zu Dingen. Und das heißt, für mich waren jetzt auch in der Vorbereitung eigentlich am neuesten die theoretische Auseinandersetzung und alles, was jetzt in Richtung Normen, Gesetze und so weiter, die durchaus Erwähnung finden da auch. Also das waren für mich zum Teil wirklich komplett neue Sachen. Ich habe jetzt eher wenig Schwierigkeiten gehabt oder auch die meisten Sachen schon mal zumindest irgendwo in den Fingern gehabt, alles, was diese praktischen Dinge angeht. Von daher war für mich der theoretische Teil war tatsächlich eher so ein bisschen das Gruselige. Auch zum Beispiel, ich hatte mich nie vorher mit den WCAG im Speziellen beschäftigt und die durchgelesen. Und ich habe was mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ich das an der Stelle schon zeigen kann. Ich weiß auch nicht, ob es rüberkommt. Aber ich habe dann bei der Vorbereitung mir hier auf einem DIN A5 Blatt die komplette WCAG aufgeschrieben und rausgeskribbelt, was im Nachhinein natürlich vollkommen übertrieben war, das muss ich auch dazu sagen. Und was im Übrigen so ein bisschen tatsächlich die Horrorfragen waren, wo ich aber auch völlige Entwarnung geben kann, war eben, was du angesprochen hattest, dass man Screenreader auswendig kennen sollte. Weil es ist natürlich so, auch wenn ich hier und da mal getestet habe, aber zum Beispiel, ich bin kein iPhone oder kein iOS-Nutzer und ich habe auch, wenn dann eben solche Geräte in erster Linie nur zum Testen in der Hand, aber nicht aus meinem täglichen Gebrauch heraus. Und deswegen waren für mich auch Tests mit VoiceOver eher also selten und exotisch. Und wie käme ich dazu, dafür die Tastaturkürzel zu können? Und wenn man dann die Unterlagen sich durchgelesen hat, was man alles können muss zu dieser Prüfung und dann kommt zu jedem Screen wieder dieser Welt gefühlt sämtliche Tastaturkürzel, da ist mir schon ziemlich Angst geworden, muss ich sagen. Aber ich kann, wie gesagt, Entwarnung geben. In der Prüfung war das alles halb so dramatisch. Ich darf keine Details sagen, aber es war nicht so schlimm. Also für mich war tatsächlich eher der theoretische Teil daran, das, wo ich am meisten mich damit beschäftigen musste, einerseits aber, wo ich natürlich auch auf der anderen Seite am meisten dazugelernt habe durch die Vorbereitung, ganz klar, ja. Jetzt bin ich aber enttäuscht. Also ich kann mich noch irgendwie erinnern, da gab es so eine Frage mit Tastaturbelegung beim Screen oder irgend sowas. Ja. Ach, die verwässern auch alles immer, ja. Nee, also ich habe ja gesagt, ich darf keine Details nennen. Ich sage nur, es hat auf mich einen sehr viel dramatischeren Eindruck gemacht, als es ja, in der Prüfung dann am Ende war. Nee, genau. Ja, super. Genau. Ach so, ja, genau, die Prozentzahlen, auch hier 40,
für Teil 1, 40 für, also 40 für erstellen, 40 für prüfen und 40 für reparieren in der Prüfung dann an Fragen. Und es gibt insgesamt 75 Fragen, kann ich gleich mal auch sagen. Wie hast du eigentlich die Prüfung gemacht, Joshi? Wie hast du drauf gelernt und so? Also, erstmal muss ich mich bei Markus Herrmann bedanken, der ja auch hier dabei ist, zumindest in der Teilnehmerliste. Der hatte mich im Herbst 2019 das erste Mal, er hat mir nur erzählt, dass er sich das gerade vornimmt und so, und ich habe das zum ersten Mal davon gehört. Auf die Idee gekommen, diese Zertifizierung zu machen, bin ich durch einen Zufall. Ich war eingeladen zur Zero Project Konferenz in Wien im Februar, und im Januar hatten die Veranstalter eine E-Mail rumgeschickt an die Teilnehmer, in der dafür geworben wurde, dass man auf dieser Konferenz vor Ort live dieses Zertifikat machen kann. Und das war so eine Kurzschlussreaktion. Es gibt noch so ein bisschen Hintergrund dazu, warum ich in dem Moment dann dachte, das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Das hat was mit der Situation hier in Deutschland zu tun und mit den Aufträgen, die angeblich in den nächsten Jahren kommen werden. Und dann habe ich gedacht, also jetzt gucke ich da mal rein und ich versuche mal, ein Gefühl dafür zu bekommen, ob ich das hinbekommen könnte. Es waren dann nur noch 3 oder 4 Wochen Zeit bis zu dieser Konferenz. Und dann zum Schluss habe ich einfach gesagt, komm, jetzt wenn du eh schon dort bist, dann kannst du es auch einfach probieren. Und wenn du es nicht schaffst, dann verrätst du es niemandem. Es war keiner da, der mich beobachten konnte. Also so kam das. Und es war eher tatsächlich eine sehr spontane Überlegung. Ich will da keiner Frage von dir vorgreifen, aber ich habe mich dann tatsächlich auch dieser DQ-Unterlagen bedient und habe dann, das war aber fast schon Zufall, habe dann dort zufälligerweise auch die Unterlagen für den CPAC gleich mit geordert, was gar nicht so meine Absicht war, aber es kam irgendwie. Und das war dann mitunter einer der Gründe, warum ich dieses Zertifikat später auch noch gemacht habe, weil ich gedacht habe, jetzt habe ich es eh schon. Und habe mich dann anhand von diesen Unterlagen mühsam, sage ich mal, die letzten Wochen noch hingehangelt, weil ich tatsächlich nicht so fürchterlich viel Zeit aufbringen konnte. Teilweise noch auf der Reise dann nach Wien oder am Abend davor im Hotel, und habe mich sozusagen mit diesen Unterlagen versucht, fit zu machen. Und deswegen auch, ja, dort gibt es ein ganzes Kapitel über diese Screenreader-Tastaturkürzel. Und dementsprechend, das war der Grund, warum ich so panisch war. Also ich habe mich 3 bis 4 Wochen lang vorbereitet oder habe das immer so ein bisschen nebenher studiert. Viel gelernt dabei. Das fand ich eigentlich das Beste an dieser Vorbereitung, weil einfach tolle Kleinigkeiten da drin standen, von denen ich echt keine Ahnung hatte. Und habe mich so eben auf diese Prüfung vorbereitet und habe dann im Nachhinein betrachtet wahrscheinlich so ziemlich das letzte Live-Examen gemacht, was vor Corona noch stattgefunden hat. Oder ich bin mir relativ sicher, dass es das letzte war. Also es wird seit da nur noch die Online-Examen gegeben haben, so wie ich das sehe. Ja, die werden wieder kommen, diese Live-Sachen bei Konferenzen und anderen. Aber im Moment ist tatsächlich nur online, ja. Genau. Ja, da jetzt ein paar Details über diese Teile, aber da können wir relativ schnell drüber gehen. Verstehen, interpretieren, da geht es halt um WCAG 2.1, also da sind wir schon auf der Version 2.1. Wir wissen nicht, wie schnell dann, wenn 2.2 offiziell ist, wie schnell dann da übergegangen wird, aber vermutlich schon dann auch. WayAria und Begleitdokumente und die Authoring Tools Accessibility Guidelines, die ja 2 Teile haben, einmal in Richtung Erzeugung von HTML, dass das barrierefrei sein muss, und die andere Richtung ist Richtung Autoren, dass eben auch hier Autoren mit Behinderungen das bedienen und interagieren können müssen. Und dann ging es eben um diese Technologien, JavaScript, Ajax, interaktive Inhalte, den Qualitätssicherungsprozess und welche Methoden gut unterstützt werden, eben auch von assistiven Technologien, und wie man selber solche Widgets erstellen kann. Und überhaupt auch Web-Apps, also die nennen sich diese Single-Page-Web-Applications, wo man eben, so wie Gmail oder andere, wo man einfach nur eine URL hat und auf der ändert sich laufend was, sodass man eben hier den Eindruck hat, man interagiert wirklich mit einer nativen Applikation. Und das kann man eben auf Desktop oder auf mobilen
Geräte laufen. Zurzeit wird auch noch ein Body of Knowledge, also ein englischer Syllabus ausgearbeitet für mobile Barrierefreiheit, wie man mobile, also native Apps barrierefrei macht. Hier ein Teil von mobile Barrierefreiheit ist schon in diesem WAS mit drin, nämlich dann, wenn man diese Web-Apps für mobile Geräte erstellt. Gottfried Joschi, wir haben ja eine Frage aus dem Chat. Wie weit muss man denn selber richtig Coder sein, damit dieses Zertifikat Sinn macht? Also wie praxisaffin muss man sein? Oder ist es eher auf so einem theoretischen, beraterischen Level? Darf ich übernehmen, Gottfried? Ich meine, wir haben ja beide diese Prüfung gemacht, also können beide auch aus, also wir dürfen natürlich keine Details nennen, aber aus der Praxis da sprechen. Ich würde sagen, also wirklich Programmierer sein und den ganzen Tag JavaScript schreiben muss man sicherlich nicht. Ich denke, man muss mit den wesentlichen Prinzipien vertraut sein, man muss wissen, dass man ARIA kaum ohne JavaScript bekommt und man muss sich im Großen und Ganzen darüber im Klaren sein, wie man wie man einen Fehler, den man da identifiziert, beheben kann. Es geht zumindest in der Prüfung nicht ans Eingemachte. Also da sind keine Trickfragen drin, wo man Code lesen muss und verstehen muss, was da passiert. Also so dramatisch wird es nicht sein, aber es wird durchaus mal in so eine Richtung gehen, wo man gefragt wird, muss man jetzt dieses oder jenes ARIA-Attribut einsetzen oder verändern, um den Zustand entsprechend auszudrücken. Also so bis in dieses Niveau geht es hinein. Ich würde nicht sagen, dass man ein Profi-Programmierer sein muss. Wie setzt du das ein, Gottfried? Sehe ich genauso, ja. Ich habe das auch zu einem Zeitpunkt gemacht, jetzt die Prüfung oder vor 2,5 Jahren, als ich eigentlich nicht mehr aktiv selber programmiert habe. Ich bin halt auch so eher jetzt der andere anweist, wie zu programmieren und ihnen dann aber das Programmieren überlässt. Ich glaube, wenn jemand so auf beraterischer Ebene den Durchblick hat, welche Technologien gibt es und bei ARIA und die Zusammenspiele und das kennt, dann ist es durchaus sehr gut machbar. Und auch, ich würde es sogar empfehlen für Leute, die jetzt eben auch, es gibt ja viele, die Berater sind und selber nicht mehr programmieren, vielleicht früher programmiert haben, und auch für die ist es sehr gut geeignet. Ich denke vor allem auch, man braucht ein fundiertes Wissen über Semantik. Es ist jetzt nicht unbedingt, also das, was ich als Programmieren bezeichnen würde, aber solche Sachen, glaube ich, braucht man schon. Aber konzeptionell, gerne. Ja. Ja. Okay, super, danke. Sollen wir nochmal eine Frage oder weitermachen? Nee, weitermachen. Mhm. Teil 2, jetzt Identifizieren von Problemen. Wo gibt es mögliche Interoperabilitäts-Kompatibilitätsprobleme? Und zwar bewusst jetzt auf auch Bedienung mit Tastatur und Touch bezogen. Also auch eine große, also auch konzeptionell, wie kann überhaupt alles mit Tastatur bedient werden. Und dann eben Konformitätsprüfung. Im Prinzip natürlich nicht gegen BitV-Tests, sondern gegen WCAG selber, ist klar. Und die Regeln dort. Und dann auch mit assistiven Technologien, Screenreader umgehen können. Hochkontrastmodus umgehen können, Tastaturkürzel, Browser und AT-Kombinationen, welche Browser gehen mit welchen Screenreadern gut zusammen, welche nicht so. Das sind schon auch ein paar Dinge drin, die man dann sich aneignen sollte. Und wenn man eben testet mit Endbenutzern, wie kann man das machen, eben dann auch Barrierefreiheitstests mit Endbenutzern zu machen. Das ist etwas, was ja zum Beispiel jetzt im BitV-Test so nicht gemacht wird, aber andere machen das in ihren Verfahren. Da gibt es die Frage, inwieweit beziehen sich denn diese Tools, jetzt gerade Screenreader, nehmen wir mal die Screenreader her, sind das, also welche muss man da kennen, sind es eher die proprietären Sachen oder findet das Ganze eher auf so einer konzeptionellen Ebene statt? Also es werden schon konkrete Tools genannt, die habe ich jetzt nicht aufgelistet. Screenreader, auch Tools zu prüfen, sowas wie Wave oder von WebAIM, oder da steht noch CynthiaSES drin, das ist natürlich ein bisschen veraltet und so zum Teil. Man sollte die Namen kennen. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, ich durfte es auch nicht sagen, ob das jetzt wirklich bei den Prüfungen so dann konkret abgefragt wurde, die Marken.
Aber man sollte schon so die verschiedenen Prüftools, diese Kategorien wissen. Also es gibt Prüftools, die prüfen einfach den Code, wie er vom Server kommt, und andere, die prüfen innerhalb des Browsers und so. Diese Unterschiede, das sollte man schon wissen, konzeptionell. Vor- und Nachteile davon. Ja. Oder, Yoshi? Ja, sehe ich genauso. Ich denke nicht, dass es, ich habe so ein bisschen den Eindruck, wenn man die DQ-Unterlagen nimmt, dann wird man ein bisschen mehr von DQ-Produkten lesen, und so wird es wahrscheinlich auch bei anderen Unterlagen sein. Aber ich, so wie du das gerade sagst, sehe ich das schon auch. Es geht um die Prinzipien, es geht um die großen Kategorien, es geht da nicht um, und natürlich, weil wir es vorhin von Screenreadern hatten, zumindest die Unterlagen, mit denen ich mich da fit gemacht habe, haben immer einen großen Wert drauf gelegt, eine große Bandbreite zu zeigen. Das heißt, man hat mit Sicherheit mal was von Windows, Mac, Android, iOS-Geräten gehört und die entsprechenden Tools da drauf. Und es sind nun mal zum Teil nicht viele. Also man wird es dann zwangsläufig mit Marken zu tun haben. Aber am Ende, wie gesagt, ich kann Entwarnung geben, man muss nicht Profi in diesen Tools sein, um durch die Prüfung durchzukommen. Das sehe ich nicht so. Ich würde es eher so sagen, wie du es gerade geschildert hast. Okay, super, danke. Ja, und Teil 3 habe ich jetzt hier mal richtig beschriftet. Barrierefreiheitsprobleme beheben, habe ich noch ein paar Details dazu. Also auch zu wissen, was sind wirklich die schwerwiegenden Probleme und was sind eher Probleme, die jetzt schon auch Schwierigkeiten bereiten, aber jetzt keine Blockaden bilden für Menschen mit Behinderungen. Also dass man priorisieren kann in einem Projekt und sagen kann, so, jetzt gehen wir aber zuerst die richtig schlimmen Probleme an. Dann auch Strategien, Methoden, wie man es beheben kann. Ah, ja, das war's schon, genau. Also der hat ja auch nur 20%, dieser Teil. Und wie gesagt, da gibt es jetzt keinen deutschsprachigen Zusatz, also keinen Zusatz für die Länder Deutschland, Schweiz und Österreich, sondern das ist international, was hier gelernt werden muss. Und da sehe ich auch keinen Bedarf da irgendwo. Wir haben jetzt ja keine eigenen JavaScript-Libraries, die jetzt unbedingt wichtig wären, hier noch zu erkennen. Wir haben keinen eigenen WayAria, sondern das gilt einfach weltweit, und das ist auch eine gute Sache so. Bei den Zielgruppen, ähnlich wieder wie vorher bei CPAC, aber jetzt doch schon ein bisschen mehr auf Technik bezogen. Also Entwickler, Designer von, also Technik aus Web-Sicht, Entwickler und Designer von Webseiten und auch Web-Anwendungen, die nachher auf mobilen Geräten laufen, also halt Web-Technologien. Und es sind oft mehr, als wir denken, diese mobilen Web-Anwendungen. Nicht alles, was nativ aussieht, ist auch nativ. Da muss man ein bisschen näher reinschauen. Und natürlich für Prüfer und QS für Webseiten bezüglich Barrierefreiheit, Berater und Projektmanager, die eben auch ein bisschen mehr technisch wissen möchten, was geht da vor sich und dann auch verstehen können möchten, welche Technologien wie eingesetzt werden von den Entwicklern. Und natürlich, wenn man, ja, das habe ich jetzt doppelt, Prüfung QS von Websites. Sorry, da habe ich ein bisschen was durcheinander gebracht. Und Beratung. Und wir haben ja vorher schon drüber gesprochen, wenn man jetzt wirklich auch in dem Feld von Beratung von Webtechnologien, Webarchitekturen in dem Bereich unterwegs ist, das ist schon ein gutes Angebot. Da sollte man auch über sowas Bescheid wissen, denn auch eine Architektur sollte so von Anfang an designt sein, dass man die Barrierefreiheit im Blick hat. Gerade welche Technologien setze ich ein, da spielt die Barrierefreiheit schon ein Auswahlkriterium dann. Das ist schon wichtig. Joshi, wo würdest du dich einordnen hier bei den Zielgruppen? Oder? Oh, ja. Ne, überall eigentlich. Also in meiner Praxis taucht da, also abgesehen von dem doppelten Prüfer, taucht quasi alles auf. Ja. Ich bin vielleicht nicht immer alles gleichzeitig, aber zumindest habe ich die meiste Zeit als Entwickler gearbeitet, bin aber genauso gut auch für Design zuständig, bin, so wie du, Gottfried, auch Prüfer für solche Sachen. Und Beratungsjobs werden immer mehr in meinem Anteil. Ich komme jetzt langsam so aus der Entwicklung ein Stückchenweise raus. Insofern, das betrifft mich durchaus auf allen möglichen Schienen. Auch Marc, weil du im Chat geschrieben hast, dass das mit den Prüfern nicht so sinnvoll ist oder dass sie keine Zielgruppen wären. Ich weiß nicht, ob ich dich richtig verstanden habe, aber ich finde es durchaus, dass, also was heißt Zielgruppen, wenn jetzt die Zertifiziererei als eine Art Qualitäts
als ein Ausdruck von einem Verständnis für eine Materie dienen kann, dann muss ich sagen, ist dieses Zertifikat durchaus für Prüfer eine gewisse Wiedergabe ihrer Fertigkeiten. Also von daher sehe ich das durchaus als Zielgruppe, die vielleicht kleiner ist, einfach von der Anzahl von Personen her, aber durchaus. Mhm. Wie hast denn du, Joshi, wie hast du dich darauf vorbereitet auf die Prüfung? Du hast gesagt, DQ-Kurse, die habe ich ja auch in meiner Liste. DQ Universities sind in Englisch. Du hast alles in Englisch gemacht, oder? Ich habe die Prüfung selber gab es und gibt es ja bis jetzt nur in Englisch und ich habe die Kurse auch in Englisch gemacht. Ich verstehe natürlich, dass das für den einen oder anderen schwierig sein kann. Ich kann das auch nur unterstreichen, was Bea vorhin schon sagte. Manchmal ist es ein bisschen, es ist nochmal eine zusätzliche Hürde, die Fragen richtig zu verstehen. Das ist natürlich bei so einem Multiple Choice. Man meint immer, das wäre sehr endlich und überschaubar. Es gibt immer nur vier Antworten und eine davon ist die richtige. Also so falsch kann man gar nicht liegen, meint man. Aber manchmal steckt die Schwierigkeit schon in der Frage und man muss sie wirklich sehr aufmerksam und sehr genau lesen. Und manchmal, also zumindest geht es mir so, schieße ich dann auch gerne über die Interpretation der Frage hinaus und vermute da drin mehr Gemeinheit, als es dann in Wirklichkeit ist. Und so. Also manchmal kämpft man damit und dann ist Englisch vielleicht nicht die nicht das Allereinfachste. Aber für mich gab es tatsächlich nur Englisch und ich habe auch keine Schwierigkeit damit. Das heißt, ich bin sehr gut zurechtgekommen. Manchmal ist es schon zugegebenermaßen, gerade wenn es dann um diese rechtlichen Dinge geht und so, ist es schon echt schwierig, die Begriffe sich wirklich auch einzuprägen oder sowas. Aber ja, für mich war das alles Englisch. Ich hatte nur die DQ-Sachen, wobei ich auch ganz klar sagen muss, vielleicht ein bisschen ähnlich wie bei der Bea auch, dass ich glaube, das Wichtigste war, dass ich seit vielen Jahren in der Materie arbeite. Und das, also ich habe diese Prüfungs-, diese Schulung oder diese Unterlagen haben eher Lücken gestopft zwischen den Bereichen, die ich nicht ohnehin im Alltag schon vielfach umgesetzt habe. Hast du irgendwie Erfahrung mit diesen Webinar-Bundles oder Webinaren? Also das ist ja so, das ist eine Ansammlung von Webinaren, die immer wieder liefen bei IAAP und das ist, ich glaube, es kann helfen, aber es ist nicht so lückenlos zur Vorbereitung, oder? Ich kann leider gar nichts dazu sagen. Ich habe da kein einziges gesehen bisher. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich, glaube ich, auch dieses Book of Knowledge, diese Syllabi, die ihr jetzt übersetzt habt, ich weiß, dass es sie gibt, aber ich glaube nicht, dass ich mich ihrer wirklich intensiv bedient habe. Also insofern ist es auch, ich werde die mir mal anschauen, was ihr da jetzt gemacht habt, weil das ist bestimmt nachträglich nochmal interessant. Also aus eigener Erfahrung, ich habe auch sehr stark für den WASD die DQ-Kurse genutzt. Die sind schon sehr gut auch daran orientiert, an diesem Syllabus oder Body of Knowledge. Beim CPAC allerdings nicht so. Da finde ich es schon sehr wichtig, dass man den Syllabus liest und auch durchgeht, weil da kommen viele unerwartete Themen tauchen da auf, die man eigentlich so nicht, gar nicht so unbedingt erwartet hätte in dem Bereich. Mir ging es wenigstens so. Kann sehr gut sein, habe ich ja leider verpasst. Ja, bei deutschen Angeboten, da sieht es genauso aus wie bei CPAC. Also es wird einiges noch entstehen und jetzt muss man dann schauen, was davon auch wirklich von der IAAP empfohlen wird. Also im Moment gibt es noch kein empfohlenes deutsches Trainingsangebot. Aber es gibt eben bei mir an der Hochschule im Weiterbildungszentrum auch einen WASD-Kurs und der schließt sich quasi an den CPAC-Kurs an, sodass man beide machen kann hintereinander. Wir haben es allerdings nicht geschafft, ganz überlappungslos das zu machen. Also es gibt so 2-3 Wochen, wo die sich überlappen, da muss man dann schon kräftig ran. Also der WASD-Kurs startet auch mit einem Workshop, der vermutlich online stattfinden wird am 29. Mai. Und geht dann relativ knackig durch in 2 Monaten bis zum 31. Juli. Und da gibt es dann auch nochmal einen Abschlusstag. Insgesamt 10 Einheiten, die alle online gelehrt werden. Und auch hier ist es so, man hat im Prinzip so eine Lerngruppe zusammen, wo man zusammen lernt, Referate, so Kurzreferate sich gegenseitig hält, sich austauscht, Übungen bespricht, ein Forum hat zum Diskutieren. Das ist halt für Leute, die jetzt vielleicht nicht so viel Disziplin oder auch
die ein bisschen mehr Antrieb brauchen, dann ganz gut, wenn man dann gemeinsam sowas durchgeht. Und da gibt es auch diese Webseite des Weiterbildungszentrums. Wenn Sie suchen nach Kontaktstudium Digital Innovation, HDM, dann finden Sie das. Das Modul selber wird dann eben heißen auch Web-Barrierefreiheitsspezialist, so in die Richtung. Und es wird dann hier auftauchen, das ist jetzt noch nicht durchzulesen, weil es dann erst am 29. Mai startet. Das haben Sie jetzt noch nicht. So schnell waren Sie nicht, aber wird noch kommen. Und dann gibt es eben auch das Angebot vom DVBS, Deutscher Verein der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf. Auch hier Kurse in Planung und Anfragen an Ursula Weber, weber@dvbs-online.de. Ich habe jetzt gerade noch dazu in den Chat reingeschrieben, vielleicht als Ergänzung. Das ist so ein bisschen eine fixe Idee, die allerdings schon ein paar Wochen alt ist. Wenn ich jetzt wir sage, dann meine ich ein paar Personen um mich herum und die meisten davon tummeln sich auch gerne im Umfeld des Accessibility Clubs. Wir denken darüber nach, ob wir eine deutsche Study Group speziell um die Zertifikate herum ins Leben rufen. Ich habe noch keine konkrete Vorstellung davon. Das ist jetzt so im Anfang Januar ist die Idee entstanden. Falls da jemand Lust und Interesse dran hat, dann darf er gerne mit mir in Kontakt kommen, entweder hier im Chat oder über mein Twitter oder über die Tollwerk-Webseite, wie auch immer. Ich habe jetzt gerade auch den Link zu unserem Slack-Team vom Accessibility Club in den Chat geschrieben. Ich will niemanden in Slack hineintricken. Ich bin selber kein großer Slack-Fan, aber dort laufen doch einige Kontakte zusammen. Und es könnte sein, dass wir in den nächsten Wochen was in die Richtung auf die Beine stellen, speziell mit dem Fokus Deutsch, weil das eben tatsächlich für den einen oder anderen eine Sprachhürde gibt, auch wenn es die Prüfungen vorläufig noch nicht in Deutsch gibt. Also mit Deutsch meinst du deutschsprachig? Ja, genau, Entschuldigung. Österreicher und ja, okay. Sollte nicht exklusiv wirken, deutschsprachig. Genau. Ja, das war der. Genau, super Idee, Yoshi. Ich hatte das auch gerade im Chat gesehen und wollte auch, dass du das noch vorstellst. Super, dass du das gerade selber aufgegriffen hast. Es gab noch ein paar andere Fragen zu diesem Zertifikatbereich. Also die IIP-Zertifikate sind ja personengebunden. Jetzt gab es die Frage, naja, als Agentur, wie geht man geschickterweise als Agentur damit um? Gibt es, also ich, soviel ich weiß, gibt es keine IIP-Zertifizierung für eine komplette Agentur. Mich würde jetzt mal von Yoshi interessieren, wie ihr das bei Tollwerk macht. Sind jetzt alle eure Mitarbeiter verpflichtet, das Zertifikat abzulegen? Oder wie geht ihr damit um? Nein, ja, also ganz sicher nicht. Das ist keine Pflicht bei uns. Ich muss auch sagen, dass bei uns die Kriterien, wie unser Team gewachsen ist und es ist gewachsen, ganz andere waren und sind. Wir haben hier sicherlich alle, auch einfach durch die Beschäftigung damit, das ganze Thema Barrierefreiheit sehr stark aufgesaugt und jeder hat da auf seine eigene Art und Weise viel Verbindung dazu. Ich muss dazu sagen, dass wir auch noch Printgrafik machen und auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die eher unterstützend tätig sind und nicht in der Programmierung. Also da jetzt jedem abzuverlangen, dass er ein Web Accessibility Specialist Zertifikat hat, wäre nicht realitätsnah. Über die Frage, ob ich ein Zertifikat für zukünftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Gedanken machen würde, da kann ich schwer darauf antworten, weil wir sind so wenige und unser Team verändert sich so langsam. Aber sagen wir es mal so, ich würde das mindestens stark loben, wenn das so wäre und sich jemand mit so einem Zertifikat bewerben würde. Ich würde es nicht zur Voraussetzung machen. Und tatsächlich gibt es aber die Überlegung, ob auch Kolleginnen und Kollegen hier, die nicht zu technisch unterwegs sind, ob die nicht sich zum Beispiel dieses CPAC-Zertifikat anschauen. Aber also jetzt nicht nur, um uns als Unternehmen besonders kompetent wirken zu lassen, sondern weil ich einfach persönlich finde, dass die Beschäftigung mit der Materie einem ganz viel gibt. Ja, das ist und einem nochmal, das ist es dann schön, dass man so einen Wimpel hat, den man sich auch noch hinhängen kann, aber einfach dieses Wissen zu haben, finde ich persönlich sehr viel wertvoller, muss ich ehrlich sagen. Also ich möchte meinen Studierenden in Zukunft die Möglichkeit geben, dann diese Prüfungen zu machen, auch dann an der Hochschule bei uns.
weil es einfach eine ganz große, also eine große Wertschätzung ist, wenn die sehen, okay, ich lerne hier was, was dann auch anerkannt ist in der Berufswelt, und ich lerne nicht einfach nur von, sondern ich habe was davon. Finde ich schon eine wichtige Sache, auch wenn man in der Ausbildung ist, dann solche Zertifikate zu haben. Es gibt ja noch einen anderen Aspekt, das hatten wir im ersten Slot gehört, Bea hat es erwähnt. Also Ihre Firma hat den klaren Vorteil, dass sie zertifiziert war bei einer Ausschreibung. Wie ist es denn? Habt ihr da schon Erfahrungen damit gemacht? Reicht da einer, der das Zertifikat hat, oder sagt man da, je mehr, umso besser? Oder manchmal wird es vorgeschrieben, naja, es muss mindestens 2 Zertifizierte geben, dann gibt es Zusatzpunkte. Von Österreich habe ich schon gehört, dass es sogar richtig streng ist, dass die ganz klar bevorzugt werden oder dass es streng gefordert wird, dass man dort ein Zertifikat hat. Wie sind eure Erfahrungen? Was könnt ihr da für Tipps weitergeben? Ich ergreife mal kurz das Wort, aber ich weiß nicht, ob das so wahnsinnig ergiebig ist. Also ich kenne das tatsächlich schon aus Ausschreibungssituationen, dass Zertifikate in anderen Disziplinen gebraucht und verlangt werden, also eher technischen Disziplinen. Ich habe jetzt im Moment die Situation mit Barrierefreiheit noch nicht so vorgefunden, dass ich dort ein Zertifikat vorzeigen können muss. Beispielsweise im Typo-3-Bereich schon. Ich bin zufälligerweise auch noch Typo-3-zertifizierter Entwickler, und da ist es sehr viel üblicher, habe ich festgestellt. In der Barrierefreiheit ist es wohl eher so, dass die Ausschreibungen zwar erfordern, dass barrierefreie Websites entstehen, aber nach einem Zertifikat fragt bis jetzt noch keiner. Das könnte aber auch einfach damit zusammenhängen, zumindest meine Erklärung, dass die, also mir ist jetzt hier im deutschsprachigen Bereich sowieso kein anderes Zertifikat bekannt, das in irgendeiner Form nennenswert wäre. Und auch die IAAP-Zertifikate haben meines Erachtens nach hier noch kaum Bekanntheit. Also insbesondere die englischsprachigen nicht. Das ist ja auch, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, erst 4, 5 Jahre alt, dieses ganze Programm. Also ich glaube, das ist schlichtweg bei den Behörden, die barrierefreie Websites brauchen, hier noch nicht angekommen, dass es sowas gibt. Ob das wirklich Eindruck schindet, dass ich dann mit meinen Zertifikaten wedle, wenn wir jetzt Ausschreibungen machen, weiß ich nicht. Ich stecke nicht in den Köpfen der Beschaffungsämter drin. Ja, das weiß ich nicht. Und ich, also auch da würde ich jetzt erstmal, ich wäre da sehr vorsichtig in der Annahme, dass Sie schon wissen, worum es da geht. Was mich angeht, da steckt einfach auch viel Idealismus drin, und ich werde nicht müde, mit diesem Zertifikat Werbung zu machen und zu sagen, dass das was Gutes ist. Mir geht es da aber vor allem um die Sache, und ich versuche einfach auch in die Beschaffer dann diese Idee einzupflanzen, dass sie die Barrierefreiheit nicht unterbewerten sollen. Das ist nämlich leider das, was ich hauptsächlich beobachte. Also da werden oft Projekte vergeben, bei denen Barrierefreiheit eine Anforderung ist, und am Ende werden sie vergeben an den wirtschaftlichsten Anbieter, und dann kommt am Ende leider ein Projekt dabei raus, das nicht barrierefrei ist, obwohl es eigentlich Auflage war. Ob Zertifikate da wirklich viel ändern, das weiß ich nicht. Das wird vielleicht die Zeit zeigen. Es ist, glaube ich, meiner Meinung nach schon ein möglicher und ganz guter Ansatz auf dem Weg dorthin. Und ob uns das bisher wirklich was gebracht hat, so richtig messbar, ich kann es noch nicht sagen. Aber selbst wenn, dann wäre ich jetzt nicht maßlos enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist nicht der Grund, warum ich das für eine gute Sache halte. Also ich glaube, wir sind da echt noch zu früh dran, um das zu beurteilen. Da gebe ich genau Joschi recht. Ich sehe es ja schon in der Ausbildung jetzt in den Hochschulen. Es gibt nur wenige Hochschulen zurzeit, wo man das überhaupt lernt, wo das im Curriculum ist. Da muss auch noch viel passieren. Und es gibt eigentlich keine standardisierte Ausbildung für diesen Berufszweig. Und mit diesem Zertifikat legen wir jetzt erstmal die Grundlage dafür. Wir brauchen da noch ein bisschen Groundwork dafür. Also ich nehme immer gerne das Beispiel vom Schwimmen her. Wenn ich zum Beispiel weiß, ich möchte einen Rettungsschwimmer einstellen, dann werde ich natürlich jemanden vorziehen, der das Totenkopf-Abzeichen hat und nicht jemand mit dem Seepferdchen oder der kein Abzeichen hat. Wenn ich mich in der Materie nicht auskenne, wenn ich selber nicht schwimmen kann, nie im Wasser war, dann ist es eine große Hilfe. Und das haben wir auch gehört gestern bei den Monitoring-Verantwortlichen.
Das hören wir auch immer bei Behörden. Ich habe jetzt gerade hier von Andreas Übelbacher von Access for All aus der Schweiz. Dort ist es schon so, dass die Bundesämter, wenn sie beschaffen, auf solche Zertifikate schauen und das priorisieren, also bevorzugen. Also ich denke, wir stehen da am Anfang einer Entwicklung, die man echt im Auge behalten muss und wo man einfach gucken muss, dass man seine Kompetenzen wahrnehmbar macht, auch für Leute, die sich nicht auf diesem Gebiet auskennen. Und dafür sind Zertifikate hilfreich. Super Punkt, ja. Ich zeige noch geschwind diese Prüfung. Das ist im Prinzip genau gleich wie vorher. Nur, dass es jetzt 75 Fragen gibt, Multiple-Choice-Fragen mit jeweils 4 Antwortmöglichkeiten. Man hat aber trotzdem 120 Minuten Zeit und kann eine Verlängerung kriegen für englische Fremdsprachler oder auch für Menschen mit Behinderungen. Der ist teurer als der CPAC, obwohl er weniger Fragen hat. Der kostet 530 US-Dollar und auch wieder einen Rabatt von 100 Dollar für Mitglieder. Und auch hier kann man Wiederholungsprüfung machen, die kostet dann ungefähr ein bisschen mehr wie die Hälfte, so um die 60% der Gebühr. Also besser, man spart, wenn man nicht durchfällt. Und auch den hier, den WAS, muss man erneuern alle 3 Jahre durch diese Credit Points, die man sich sammeln muss und dann einreichen muss. War es schwer, die Prüfung, Yoshi, oder? Persönlich finde ich auf jeden Fall, allein schon, wie ich vorhin schon mehrfach sagte, weil ich einfach viel gelernt habe durch die Vorbereitung darauf, auf jeden Fall hat es total gebracht. Ich finde. Warst du unter Zeitdruck? Oder? Bitte? Warst du unter Zeitdruck? Bei den Prüfungen selber, meinst du? Ja, das Zeitlimit 120 Minuten. Ganz offen gestanden, nein. Also ich habe zwar, die Bea hat vorhin gesagt, sie hat 3 oder 4 Durchgänge gemacht. Das habe ich nicht hinbekommen. Zwei waren immer drin und dann noch so ein bisschen draufschauen und so weiter. Aber ich bin, also bis jetzt glaube ich auch ein bisschen Persönlichkeitssache. Ich bin in Prüfungssituationen in der Regel nicht so aufgeregt oder so, sondern es ist dann eher eine Frage, ob ich mich verzettel. Von daher, ich war nicht unter Zeitdruck. Waren beide gut machbar, auch die WAS. Bei der WAS habe ich mich vorher verrückter gemacht. Das muss ich klar sagen. Ja, das war die erste von beiden. Und was machst du? Markus, bitte. Wir hatten gerade im Chat den Hinweis, dass die Wartezeit auf das Ergebnis so schwer war. Wie lief das denn? Wann erfährt man denn, ob man jetzt bestanden hat oder nicht? Es vergehen, also ich glaube offiziell heißt es nach 3 bis 4 Wochen. Ich glaube bei mir waren es jeweils 6 bis 8 Wochen, bis ich erfahren habe. Ich weiß, ich kenne den Prozess dahinter nicht. Ich bin mir relativ sicher, dass die Wartezeit nicht direkt beschleunigt wurde durch Corona. Ich weiß, dass offiziell oder normalerweise werden dann so schicke gedruckte Zertifikate rausgeschickt, die man sich dann an die Wand hängen kann. Das ist zum Beispiel in meinem Fall bei der WAS-Zertifizierung, die genau in der Anfangszeit von Corona war, dann nicht zustande gekommen, weil in dem Moment keine Post mehr aus den USA verschickt werden konnte, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also es wurde jetzt alles digital dann im Nachhinein abgewickelt. Die Wartezeit war jetzt, was heißt, also ich meine, ich habe ja das, ich war ja nicht davon abhängig. Außerdem habe ich mir ja vorgenommen, ich verrate es niemandem, wenn ich durchfall, weil es ja eh keiner wusste. Insofern, es war nicht so dramatisch, aber so ein bisschen aufgeregt waren wir schon. Beim zweiten Mal war es natürlich nicht mehr ganz so spannend wie vorher auch. Aber ich habe dem schon ein bisschen entgegengefiebert, ja. Also es war sehr viel sportlicher Ehrgeiz beteiligt und das will man natürlich schon schaffen, ja. Genau. Gut, wir kommen so langsam auch zum Ende unserer zweiten Session hier. Ich habe zum Abschluss noch eine Frage. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, wir wollten das Thema eigentlich aussparen, aber vielleicht kannst du diplomatisch darauf antworten, Gottfried, wie das denn mit den deutschen Prüfstellen werden wird. Es wird ja, also im Moment muss man ja, also klar, man muss es auf Englisch ablegen, aber das ist doch schon das Ziel, dass es deutsche Prüfstellen geben soll. Ja, das ist sogar relativ einfach. Ich habe mich da auch nochmal erkundigt. Da muss man nicht einmal Mitglied sein. Man kann einfach sagen, ich möchte eine Prüfung austragen. Proctoring nennt sich das in Englisch. Und man kriegt dann so eine Kurzeinführung, wie das gemacht werden muss. Und dann muss man halt so einen Art Poolraum zur Verfügung stellen, wo man dann die Teilnehmer empfängt und sie die Pässe prüft und so weiter.
Und dann schreiben die aber diese Prüfung auf der Software von IAAP. Also das läuft dann alles direkt so zentral gesteuert ab. Die kriegen dann ihren Login von IAAP, die einzelnen Teilnehmer, und müssen auch an IAAP zahlen und so weiter. Das ist eigentlich nur so eine Art Veranstalter, der aber die Veranstaltung dann gar nicht gestaltet, sondern das kommt direkt von IAAP. Wir müssen aber zuerst die deutschen Prüfungsfragen haben. Das ist das große Wartezeichen, jetzt, das wir noch haben. Ja, und da müssen wir noch dran arbeiten. Brauchst du noch Unterstützung, glaube ich? Ja, gerne. Also wir haben ja diesen Arbeitskreis Prüfungen. Da habe ich das auf meiner letzten Folie hier auch drauf. Und wir müssen eben den WAS und den CPAC übersetzen. Also die Prüfungsfragen. Und dann auch immer wieder die Syllabi überarbeiten. Da haben wir jetzt CPAC und WAS. Aber das wird immer wieder jedes Jahr neu eine Aufgabe sein, das zu übersetzen. Und dann kommt neu schon jetzt bald hinzu Accessible Document Specialist, und den müssen wir auch übersetzen. Es gibt dann noch ein Zertifikat, das geht in die bauliche Barrierefreiheit. Da müssen wir entscheiden, ob wir das übersetzen wollen. Das ist vielleicht nicht ganz oben auf unserer Liste. Und es ist auch was in der Mache für mobile Barrierefreiheit, und das könnte auch im Laufe dieses Jahres oder nächstes Jahr kommen. Ja, da gibt es viel zu tun, und da haben wir gerne neue Mitarbeiter in diesem Arbeitskreis Prüfungen. Könnt ihr euch gerne melden bei zertifizierung@iaap-dach.org. Gut. Ja, ich denke, dass wir haben uns vorgenommen, pünktlich Schluss zu machen. Wir hatten jetzt schon eine gute Runde. Wenn es noch weitere Fragen gibt, ich glaube, du hast ja hier auch noch die E-Mail-Adresse stehen. Da bist du, glaube ich, nicht böse, wenn konkrete Fragen dann nochmal kommen, und bereit, okay, das dann auch zu beantworten. Wir werden auch nochmal den Chat auswerten und dort gucken. Also ich fand es total spannend, besonders natürlich auch die Special Guests, also hier jetzt in dieser Session, Yoshi, super, vielen Dank für deine praktischen Einblicke und so aus dem echten Prüfungsleben und Prüfungsvorbereitung, wie das laufen kann, auch völlig ohne Syllabus und sowas, ja, und wir nehmen mit, man soll es möglichst niemandem sagen, damit man damit der Druck nicht so groß wird. Also das nehmen wir auf alle Fälle mit, und danke dir auch, Bea, aus der ersten Session. Es war super toll, eine super Ergänzung zu all dem, zu den Inhalten, was denn alles drinsteckt und was gefordert wird. War das einfach super toll von zweien, die die Prüfung gemacht haben, die konkreten Erlebnisse zu hören. Ja, also danke euch, Gottfried, Bea, Yoshi. Und es geht morgen ja weiter. Wir haben noch weitere 3 Tage, und morgen, das schließt sich super gut an das, was wir heute gelernt haben. Morgen geht nämlich einen ganzen Tag um den Digital Accessibility Professional. Also es ist ein neues Berufsbild. Letztendlich gehören wir alle dazu. Aber wenn wir alle dazugehören, ist es auch eine riesige Spannbreite. Ja, wir haben ja schon gehört, Prüfer, Tester, Berater, Umsetzer, Designer, Programmierer. Und genau das wollen wir morgen uns anschauen. In der ersten Session wird Stefan Farnetani aus dem Blick eines Testers, also wie hat sich sein Berufsbild verändert, so einen ziemlichen persönlichen Einblick geben. Und dann wird es eine Podiumsdiskussion geben mit spannenden Leuten, genau, mit Digital Accessibility Professionals aus unterschiedlichen Richtungen, hier aus dem Dachbereich. Also schaltet dann wieder ein. Es wird neue Einwahldaten geben, die werden morgen früh verschickt. Wir haben heute leider ein paar gehabt, die haben noch versucht, mit den alten Einwahldaten in die Session zu kommen. Sorry, dass das so kompliziert ist. Wir lernen draus. Nächstes Mal machen wir es ein bisschen smoother, bequemer für alle. Aber also wartet auf die neuen Einwahldaten morgen. Dann morgen ab 15 Uhr wieder bis 17 Uhr 2 Sessions zum Digital Accessibility Professional. Danke an alle, die hier mitdiskutiert haben, die dabei waren. Es macht riesig Spaß mit euch, und schönen Abend. Wir sehen uns morgen. Danke, bis morgen. Ja. Guten Abend, danke. Ciao.